erstmal meinen Kaffee. Ganz in Ruhe. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann machen wir es eben so. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. So, jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. So, heute hat kein Empfang mehr gleich. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Beschütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Oh. Oh, nee, scheiß Waffe. Ah, falsch. Nein, und wir sind tot. Und das alles nur, weil ich nichts sehe. Och, Gott, ey. Ich weiß es nicht. Aber da können wir mal eins machen. Wir können Abhilfe schaffen. Wir schaffen Abhilfe. Wir lassen uns nicht so schnell blenden von so viel Sonne. Und dann finden wir das eigentlich auch. Dann sehen wir die Gegner auch, das meine ich. So, man labert sich auch immer einen Scheiß zurecht, wenn man sich nicht so recht konzentrieren kann. So, was wir jetzt machen können ist, wir haben hier noch einige Pfeile. Problem ist ganz einfach hier jetzt bei dem Gegner. Den markieren wir gleich mal. Die anderen können wir auch theoretisch mal markieren. So. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Ah. Wo bist du, Geier? Halt die Fresse. Halt die Fresse da hinten. Schön warm, ne? Brauchst du wenigstens keine Heizung, du Pisser. Vollpfosten. Arschgesicht. So. Okay, dann werden wir uns die Arschgesichter mal vorknöpfen. Also, beziehungsweise, wir werden jetzt erstmal eben gucken. Erstmal eben gucken. Das war mal eben gucken, ne? Weißt du Bescheid, ne? So, und dann knöpfen wir uns mal hier, ne, die Kisten vor. In den Kisten finden wir jetzt... Oh, wir haben Munition gefunden. Oh, das ist ja mal super klasse. Und dann zauen wir einfach mal, was wir hier so mit den Files machen. Dann werden wir die Files mal gucken, dass wir hier so ein paar Files machen. Und dann haben wir hier genug Files. So, eine Herstellung der Spritzen. Dann machen wir Endorphinsoup. Pieksen wir uns ganz tief in unsere zarte Babypromo-Haut rein. Und dann machen wir uns noch einen Endorphinsoup. Und was wir jetzt haben, wir haben so viel. Und machen einfach weiter. So, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, hau weg den Scheiß. Den Scheiß, Schwuchtel. Homo-Fürst. Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute.
Ja, heute die Line hat gleich keinen Empfang mehr und Sam, wir haben... C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Der schütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Warum wechselt der zu dieser Scheiß... zu dem Scheiß Scharfschützengewehr? Ich möchte doch mal ein bisschen cheaten. Wir cheaten einfach mal. Unberührbar sind wir jetzt. Verpiss dich. Verpiss dich. Halt die Fresse. Ihr nervt. Ich sehe aber gar keinen von den Gegnern hier. So. Na? Wo ist der Sam? Der Sam, der kommt gleich. Der Sam. Da kommen jetzt erstmal noch Gegner aus. Oh, ich schlitze euch alle auf, ihr Gegners. Ich mache euch alle kaputt. Was wir jetzt eben machen sollten, können wir uns noch eine unberührbare Spritze machen. Schisse. Schisse Manisse. Das ist ja kacke. Na egal. Das, was wir jetzt machen können, ist... Ha. Wir stechen ihn ab. Oh. Ah, schnell weiter. Ah, schnell weiter. Wir sind definitiv in der Überzahl. So, was wir jetzt für einen Vorteil haben, wir sind jetzt erstmal geflohen. Oh, und die Sonne blendet. Ich kann es euch theoretisch mal zeigen. Guckt es euch an. Da ist ein Fenster. Na, hier ist eine Meldung offen. Sie wollen den Sprengstoff holen. Worauf wartest du? Fuck you. Ist diese Fest in Berlin? Also, ich kann nicht zum Flugfeld zurück mit dir hier drin. Wird schon gut gehen. Okay. Na, seht da mal, das ist doch eine feine Sache. Es war jetzt quasi auch eine Art Vorbote zum, ja, zum großen Ende, ne? So, Wingsuit benutzen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Holt? Ich werde ihn umbringen. Hat meinen Bruder. Riley braucht meine Hilfe. Jason, du bist ein Rakyat-Krieger. Blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. So, jetzt sieh zu. Ich will jetzt gefälligst in die richtige Richtung. Ah, wir fliegen auch in die richtige Richtung. Wie schön, dass man da so weit fliegen kann mit. Wenn man nur aus großer Höhe springt. Aber ich finde, ich glaube, ich schätze mal, dass wir hier eigentlich fast umsonst hingeflogen sind, sondern beziehungsweise, dass wir da noch ein Stückchen weiter müssen. So. Hin und wieder muss man dann doch mal gucken. Wir sammeln uns jetzt erstmal noch ein paar Pflanzen. Weil das hat uns eben relativ viele Pflanzen gekostet. Also wir haben ja auch viele rote gebraucht. Wir haben grüne gebraucht. Wir haben blaue gebraucht. Wir haben weiße gebraucht. Und deswegen holen wir uns diese ganzen Pflanzen jetzt einfach mal wieder im Wasser. So.
Ja, ist halt ein bisschen blöd. Man muss eben mal die Helligkeit ein bisschen regeln. Na? Ich sehe nichts. Da hinten sind auch blaue Blätter. Die nehmen wir mit. Und die hier nehmen wir auch nochmal mit. Heiliger Lotus. Sprich mit Zem. Mit Zem. Mit Z. Zem mit Z. So. Das heißt, wir können jetzt wieder an Land und dann nehmen wir uns einfach mal die weißen Blätter hier mit. Wir werden es brauchen. Wir wissen ja nun auch warum. So, blaue Blätter, wir brauchen 5. Grüne Blätter brauchen wir auch noch. Oh, wir haben kaum noch was an grünen Blättern. Das heißt, wir müssen echt mal gucken, dass wir da genug Blätter sammeln. Bevor wir wirklich jetzt uns auf den Weg machen. Ups, ich hab's im Dunkeln nicht gesehen. Weil, wie gesagt, die Sonne blendet einfach. Ich sollte wohl doch wieder mitten in der Nacht aufnehmen. Das ist manchmal besser. Mitten in der Nacht. Oh Gott. Was wir eben machen werden, bevor wir wirklich weitergehen und keine Munition mehr haben, wir werden eben gucken, weil da hinten ist, irgendwo ist Holz Benzinlager. Und ich weiß aber jetzt nicht genau, wo müssen wir denn dann hin? Genau, wir müssen dann dahin. Wir haben ja auch noch so viele Außenposten zu übernehmen. Die werden wir auch alle noch übernehmen. Aber erstmal wird es natürlich so sein, dass wir uns das Treibstofflager vorknöpfen. Okay, da sind wir wieder. Und ich habe heute einen empfindlichen Magen irgendwie. Ich habe so leicht Bauchschmerzen. Habe ich beim Zocken ewig nicht mehr gehabt. So, wo sind wir denn? Ah, wir sind in einem Gebäude drin, ne? Ach, da müssen wir raus, genau. So, hier haben wir es eigentlich schon ziemlich blöd gerade, weil das Problem jetzt ganz einfach ist, da haben wir nichts. Das heißt, wir wandern jetzt einmal von da zum Lazy Shore Hafen und vom Lazy Shore Hafen aus werden wir dann zurückwandern und die Basis übernehmen, die auf dem Weg liegt. Theoretisch könnten wir die Basis auch erst übernehmen, aber die Sache ist ganz einfach, ich weiß nicht, was wir da an Munition brauchen oder eventuell an Sprengstoff und da muss man eben auch gucken. So, Inventar auffüllen. Ne, erstmal werden wir alles verkaufen, was wir verkaufen können. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich das mal anguckt. So, Körperpanzer kaufen. So, und dann geht's hier wieder raus. Das kann ich sogar erkennen. Und es wird Tag. Na, wer sagt's denn? So, was wir jetzt eben machen werden, weil ich finde die Waffe echt gut. Wir werden uns doch nochmal was dazu holen. Wir werden nämlich bei Sturmgewehre eben... Ne, nicht Sturmgewehre. LMGs. Da nehmen wir eben das Beste. Anpassen. Erweitertes Magazin. Optisches Visier. Scharfschützenvisier. Ja, gute Frage. Also ich bin echt am Überlegen, was wir da jetzt nehmen. Ich glaube, wir nehmen das Scharfschützen-Zielfernrohr. Und ja, umstellen brauchen wir jetzt gar nichts. Okay, wir sind jetzt auch so gut wie voll hiermit.
Und dann gucken wir einfach mal. So. Das heißt jetzt allerdings für uns auch, dass wir jetzt hier ohne Probleme die nächste Basis einfach mal übernehmen können. Da hinten ist sie, glaube ich. Genau, auf dem Weg liegt sonst keine mehr. Aua. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es läuft eigentlich auch ganz gut hier jetzt in Far Cry. Ach, wisst ihr was? Wir übernehmen einfach mal alle Basen, weil wir haben ja sowieso genug Zeit jetzt heute. Und dann gucken wir einfach mal. So. Ich muss das hier kleiner machen, sonst gucke ich da immer drauf, wenn ich das zu groß habe. So. Sprich mit Sam. Mit Sam sprechen wir. Wir sprechen mit ihm. So. Okay, jetzt haben wir da hinten auch die Basis. Puh. Okay, wir gucken uns einfach erstmal um. Wir haben jetzt hier schon mal ein paar Leichte entdeckt. Ein paar Leichtgewichte. Also ich finde hier auch die anderen mit den Mollys finde ich ganz cool. Eigentlich. Da haben wir einen Alarm. Da haben wir noch einen Alarm. Wir haben auch Hunde. Es gibt auch Hunde. Da ist noch einer. Die Frage ist jetzt nicht, wie machen wir es am besten, sondern die Frage ist eigentlich, warte mal, wir holen uns nochmal hier die Blätter. Heiligen Lokusflöten und pflücken. Gelbe Blätter würde ich auf jeden Fall nicht mehr einsammeln, weil das nicht so viel Sinn macht. So, haben wir einmal 6 Blätter dazu gewonnen. Heiligen Lotus, ja, blaue Blätter würde ich noch pflücken, weiße auch und grüne auf jeden Fall, weil die brauchen wir ja auch. Wundert mich schon so ein bisschen. Oh, guck mal, da hinten ist ein Köter.